Fraktion hat die Kollegin Jana Schimke das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nächste Woche ist Weihnachten und die Linke verteilt mal wieder Geschenke, faule Geschenke. Nichts anderes ist ihr Antrag. Faule Geschenke, die gut klingen auf den ersten Blick, aber auf den zweiten zeigen, wer es am Ende zu bezahlen hat. Meine Damen und Herren, wir führen heute mal wieder eine sehr aufregende Diskussion zu der Frage, wie soll unser Rentensystem, wie soll sich unsere Rente, unsere Altersvorsorge künftig gestalten? Und wir streiten und debattieren im Wesentlichen immer wieder über dieselben Dinge. Aber ich glaube, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Es ist richtig. Und es ist auch kein Geheimnis, und das wissen wir schon seit Längerem, dass die gesetzliche Rente alleine künftig eben nicht mehr ausreichen wird, den Lebensstandard auch im Rentenalter abzusichern. Das ist nichts Neues. Und es ist auch nicht so lange her, wo wir uns über ganz wichtige, ganz entscheidende Schritte daraufhin verständigt haben. Wir haben uns darauf verständigt, die Gewichtung in unserem Rentensystem, das sogenannte Drei-Säulen-System, etwas zu verschieben, etwas ja, zu verändern. Und das Ganze zu Recht, denn der demografische Wandel, das ist uns auch allen bekannt, stellt eine existenzielle Gefahr für unsere sozialen Sicherungssysteme dar. Wir leben in einem Land, das auf umlagefinanzierte soziale Sicherungssysteme zurückgreift, und der demografische Wandel ist mit der Hauptgrund, der dieses System ins Wanken bringt. Weniger Junge und damit weniger Beitragszahler in unserem Land sowie mehr Ältere und damit natürlich auch mehr Rentenempfänger bringen unser umlagefinanziertes Versicherungssystem auf die Dauer in die Schieflage. Und unsere Aufgabe ist es, darauf zu reagieren. Und deshalb haben wir uns in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren, zu mehreren Schritten entschieden, die weitaus vernünftiger sind als das, was die Kollegen der Linken uns heute hier präsentiert haben. Erstens, wir sagen den Menschen, dass Altersvorsorge künftig eben nicht mehr alleine von der gesetzlichen Rente getragen werden kann. Zwar soll die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin Kernstück unserer Altersvorsorge bleiben, aber auch die betriebliche und private Altersvorsorge wird künftig für einen, ja, guten Ruhestand unverzichtbar sein. Zweitens, wir sagen den Menschen, dass längeres Arbeiten künftig unverzichtbar ist für den Erhalt unserer Solidargemeinschaft. Nicht nur, um unsere sozialen Sicherungssysteme zu finanzieren, sondern auch, weil wir immer länger leben, weil es den Menschen immer besser geht. Und das muss sich am Ende auch am Arbeitsmarkt abbilden. Drittens, im Jahr 2001 gab es eine Rentenreform, die zur Folge hatte, dass die Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung anstiegen. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass das Rentenniveau bis 2030 absinkt, auch heute schon mehrfach in der Debatte angeklungen. Aber nur so, meine Damen und Herren, konnte sichergestellt werden, dass die Rentenversicherung eben in keine finanzielle Schieflage geriet. Viertens, im Jahr 2004 wurde der Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, auch heute schon mehrfach angeklungen. Er achtet darauf, dass das Verhältnis der Beitragszahler zu den Rentnern nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Steigt die Zahl der Rentner überproportional, steigen eben auch die Renten weniger stark. Ich halte das nur für gerecht. Und fünftens, wir brauchen natürlich auch flankierende Maßnahmen, die Arbeiten und Ruhestand eben nicht mehr als zwei gegensätzliche Dinge sehen. Und da haben wir in dieser Legislatur mit den ersten Maßnahmen zur Flexirente schon was Gutes auf den Weg gebracht. Da sind wir schon erste Schritte gegangen und werden das künftig noch fortsetzen. Was unsere Gesellschaft braucht, ist eben ein Umdenken. Ein Umdenken weg von einer starren Grenze, von der Arbeit in den Ruhestand hin zu weitaus mehr Flexibilität, die durchaus in der Lage ist, beides zu vereinen, Ruhestand und Arbeiten im Alter. Wir haben uns darauf verständigt, mit dem Koalitionspartner Erleichterungen bei den Hinzuverdienstgrenzen zu schaffen. Wir wollen Anreize setzen, dass längeres Arbeiten sich sowohl für Arbeitgeber als natürlich auch für Arbeitnehmer lohnt, und wollen da auch für Erleichterungen bei den Sozialbeiträgen durchsetzen. Und wir haben natürlich auch gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung darauf hingewirkt, dass eben die Rentner nicht mehr nur informiert werden, ab dann und dann kannst du in die Rente gehen, sondern durchaus auch durch die Deutsche Rentenversicherung über alternative Möglichkeiten des Ruhestandes und des Weiterarbeitens informiert werden. Das ist mein Verständnis von einer modernen Rentenpolitik, von einem modernen Rentenversicherungssystem. Und meine Damen und Herren, diese Schritte
sind nicht nur notwendig und sinnvoll, sie sind vor allen Dingen auch generationengerecht. Ich frage mich immer wieder, die Vorschläge, die von der Linken kommen, kosten viel Geld, zielen auf eine Gruppe ab und keiner fragt, wie soll das eigentlich finanziert werden. Sie insbesondere tun das nicht. Es zahlt die junge Generation, das zahlen die Schülerinnen und Schüler, die Sie regelmäßig in Ihrem Wahlkreis treffen, die Sie regelmäßig hier im Deutschen Bundestag möglicherweise besuchen. Denen dürften Sie das alle mal erzählen. Und meine Damen und Herren, und so werden die wiederkehrenden Forderungen der Linken nämlich auch nicht besser und auch nicht richtiger. Und da haben wir ja heute schon eine Vielzahl Ihrer Wünsche und Vorstellungen gehört. Sie fordern zum Beispiel, dass die Rente den Löhnen folgen soll. Demnach hätten die Renten 2009 sinken müssen. Denn hätte die Bundesregierung in diesem Jahr, das war zum Zeiten der Wirtschaftskrise, keine Rentengarantie ausgesprochen, hätte sich der Einbruch der Löhne auch in den Renten abgebildet. Hat er aber nicht, eben weil es die Rentengarantie gab. Und entgegen der demografischen Wirklichkeit wollen Sie zudem das Rentenniveau dauerhaft auf 53% anheben und den Nachhaltigkeitsfaktor abschaffen. Finanzieren wollen Sie das natürlich nur mit einem massiven Anstieg der Rentenbeiträge. Meine Damen und Herren, das, was Sie fordern, ist ein Angriff nicht nur auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land, nicht nur auf unsere Leistungsträger, das ist auch ein Angriff auf die junge Generation. Und Sie behaupten in Ihrem Antrag, dass sich private und betriebliche Altersvorsorge für die Menschen in unserem Land nicht mehr lohnt. Aber glauben Sie denn ernsthaft, dass sich die Situation der arbeitenden Bevölkerung im Alter zum Positiven wenden würde, wenn Sie ihr jetzt mit massiven Rentenbeiträgen zusätzlich in die Tasche greifen? Und denken Sie nicht, dass eine Erhöhung der Rentenbeiträge unsere ohnehin im europäischen Vergleich hohen Arbeitskosten weiter verteuern würde? Genau das würde es tun. Und meine Damen und Herren, mein Verständnis von guter Sozialpolitik ist immer das, dass am Ende auch mehr netto übrig bleiben muss. Und wenn wir über Vorsorge sprechen, über Vorsorge fürs Alter sprechen, dann denken wir einmal nicht nur an die betriebliche und an die private Vorsorge, denken wir vielleicht auch mal an das kleine Eigenheim, an das Eigenheim, was die jungen Familien sich in jungen Jahren errichten. Und auch dazu braucht es natürlich mehr Netto in der Tasche. Und genau darauf zielt auch unsere Politik ab. Ihre tut es nicht. Verlierer Ihrer Politik von Arbeitsplatzverlusten und nicht geschaffenen Stellen sind aber eben ausgerechnet jene, die Sie mit Ihrem Antrag vorgeben, unterstützen zu wollen. Es sind die Geringqualifizierten. Und eins ist Fakt, die größte Gefahr von Altersarmut geht immer noch von der Arbeitslosigkeit aus. Die notwendigen Maßnahmen, nicht nur rentenpolitisch, um auch im Alter möglichst gut abgesichert sein, sollten unseres Erachtens nach andere sein. Und neben den bisher erläuterten Schritten, die ich Ihnen hier lang und breit erklärt habe, haben wir uns natürlich im Koalitionsvertrag auch auf die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge verständigt. Das wollen wir noch in dieser Legislatur umsetzen, eben für Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber Anreize zu setzen, Modelle der betrieblichen Altersvorsorge stärker zu verbreiten und auch stärker anzubieten und auch zu nutzen. Weiterer Punkt: Der berufliche Aufstieg ist ja nicht nur mit Karriere verbunden, er ist vor allen Dingen auch mit mehr Gehalt verbunden. Und das wiederum erfordert Bildung und Qualifikation. Und eine solide Ausbildung und kontinuierliche Erwerbsbiografie ist immer noch die beste Altersvorsorge. Und daran sollten wir arbeiten, weiterhin arbeiten. Auch, meine Damen und Herren, sollte die Arbeitsmarktpolitik den Unternehmen in unserem Land genügend Freiraum lassen, zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Denn Wohlstand und Wertschöpfung fallen eben nicht vom Himmel. Das muss man immer wieder sagen, wenn wir über Anträge der Linken diskutieren. Von einem robusten Arbeitsmarkt profitieren eben nicht nur jene, die einer Beschäftigung nachgehen können. Es profitieren auch unsere sozialen Sicherungssysteme, eben durch eine Vielzahl von Beitragszahlern. Und lassen Sie mich als letzten Punkt noch etwas ganz Wichtiges sagen. Es geht um die Familienpolitik. Wir konnten uns gestern über eine Meldung freuen in den Medien, dass die Anzahl der Geburten steigt und wir uns über mehr Kinder in unserem Land freuen. Ich glaube, das ist auch Ausdruck unserer guten Familienpolitik, die wir von CDU und CSU auch in den letzten Jahren gemacht haben. Wir haben wahnsinnig viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Vereinbarkeit Kollegin von Beruf Schimke, und Familie. Die müssen Sie dann bitte in der nächsten Debatte vortragen oder im Ausschuss. Sie müssen jetzt einen Punkt setzen.
Das mache ich sehr gerne. Ich wollte nur darauf hinweisen, die Maßnahmen, die wir im Bereich der Familienpolitik auf den Weg gebracht haben, waren richtig, waren gut. Denken Sie daran, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt in die Weihnachtszeit gehen. Ohne Kinder ist alles nichts, und darauf sollte unsere Politik abzielen. Vielen Dank.